Hallo und herzlich willkommen zurück mit diesem wunderschönen Anblick. Belshazzar spielt Outlaws of the Old West. Also ist gerade ein schönes Bild, oder? Mal ehrlich, ist ein schönes Bild. So, wie ist das jetzt? Können wir. Wann kann ich denn hier was ernten? Harvestable. Ja. Ah, der Water Level sinkt jetzt erst. Okay. Harvest. Oh. Ah. Aha. Oh, kein Samen rausgekriegt. Schweinerei. Also die Samen brauchen wir definitiv nicht hiervon. Jetzt habe ich da keinen Samen rausgekriegt. So, das tun wir mal weg. Die Bärensamen. Das waren die falschen. Blackberry. So. Okay. Okay. Ja. Dann sollten wir uns tatsächlich überlegen, wie lange wir da noch Hanf anpflanzen. Hanf haben wir ja jetzt erstmal genug, im Gegensatz zu Baumwolle. Baumwolle finde ich. Könnten wir ruhig ein bisschen öfter haben. Zwar noch zwei Beete, aber verdirbt der Honig? Ich glaube, sowas würde ich dann gerne hier reinmachen, oder? Weil das ist ja was, was nicht verdirbt, aber trotzdem in die Küche gehört. Und das hier ist wiederum ein tierisches, pflanzliches Produkt. Das packen wir hier rein. Wie schaut es eigentlich aus mit Baumwollgarn? Dass wir noch mal, ups, ein bisschen was. Ach komm, mach alles. Dass wir uns noch eine Klamotte machen können, wenigstens obenrum. Leder. Ahu, ahu. So, wir wollten uns ja auch die anderen Ställe machen, ne? Fällt mir gerade ein. Da brauche ich doch die Harke wieder. Warum habe ich die denn weggepackt, ich Dödel? Ja, nicht wundern. Also wenn ich hiervon die ganze Reihe voll habe, schmeißen wir die Beeren auch weg. Beeren hat man ausreichend. Oh, ich habe Hunger. Und Durst. Bretter brauchen wir, Eisenerz brauchen wir. Nehmen wir 100 Bretter. Er ist immer noch am Werkeln hier. Ei, ei, ei.
So, egal. Jetzt gehen wir mal raus. Moment, was braucht man noch? 40 Bretter, 10 Eisenerz. Okay. Also ich finde es ja gut, dass die wenigstens so schnell immer nachkommen hier, ne? Also wachsen tut das hier ganz schnell alles. Ich bin jetzt nur. Wir sollten das nächste Mal auch nur bei dem, so schnell wie das Zeug wächst, nur Baumwolle machen. Für Klamotten erstmal. Ein Hühnerstall. Die Frage ist jetzt natürlich. Also nein, nicht was ihr denkt. Was essen die denn? Körner? Samen? Beeren? Ich habe keinen blassen Dunst. Gib mir das mal. Ich wüsste echt gerne, was die essen. Wir haben Hühner! Auch Beeren? Fressen die alle Beeren? Ich meine, was anderes kann ich hier nicht reintun, aber Jungs, Beeren. Die Frage ist nur der Durst. Wie gebe ich euch denn zu trinken? Seid ihr zwei Hähne? Also Essen habt ihr, trinken? Ja. Ich weiß nicht, ob das Ding hier rundherum bewässert. Aber hey, wir haben Hühnerstall. Ja, so langsam wird es hier doch, oder? Also die Samen brauchen wir tatsächlich nicht. Die Beeren packen wir hier wieder rein. Wie gesagt, ich wüsste halt nur gerne, wie Rohstoff. Das Huhn ist verschwunden. Sollen sie vielleicht einfach mal in Ruhe lassen? Ist das Huhn ins Häuschen? Was hat das Huhn getan? Wo ist das Huhn hin? So. Wir können schon wieder harvesten. Also hinten kriegt man nie einen Samen raus. Das finde ich ein bisschen doof. So, weil irgendwann gehen uns ja dann die Samen aus, wenn wir nicht ausreichend bekommen.
Aber das läuft jetzt wenigstens. Hey, hey. Hier haben wir auch noch ein bisschen. Warum steckt das nicht von alleine? So, das Hemd hätte ich gerne. Augenklappe. Gürtel. Wollgarn. Ja, zweimal Wolle brauchen wir für Wollgarn. Ich meine, wir haben Wollgarn, aber die Frage ist, sollen wir das dafür opfern? Das ist jetzt so die Frage. Bin voll stolz auf unseren Hühnerstall. Ach so, ja, da oben hatte ich Dingens drin, ne? Die Fasern. So, jetzt ist natürlich die Frage, also ich fände. Halstuch? Halstuch. Nee, komm, wir machen erstmal das. Ich finde das richtig schön, wie die arbeitet, ey. Das finde ich total schön gemacht wieder. Wieso ist die Hose da unten nicht mehr drin? Ja. Ja. Warum kann man sich denn hier nicht mal von vorne angucken? Egal. So, und jetzt noch das Halstuch. Dahin. Das ist rot. Ich dachte, das wäre weiß. Egal. Schaut auf jeden Fall gut aus. Wir sehen jetzt auf jeden Fall schon mal halbwegs gekleidet aus. Und das finde ich ganz gut. So. Für die Jacken brauchen wir wahrscheinlich Leder. Staubmantel, 20 Leder. 18 Leder, klassischer Mantel, langer Leinengehrock. Warum brauchen wir für einen Leinengehrock Leder? Mittellang. Kurzer. Also ich hätte schon gerne, ehrlich gesagt, den langen, ne? Oder hier ein Staubmantel. Ich finde den von der Farbe her schöner. Ich mag dieses Rötliche nicht so. Ich finde eigentlich die zwei am schönsten. Nichtsdestotrotz brauchen wir dafür 20 Leder. Wir haben 10. Naja, wir haben ja immerhin schon mal die Hälfte. So, wir gehen mal gucken. Die produzieren aber ganz gut, ne? Kann man den Bienen. Oh, man kann den Honig essen. Om nom nom. Wie lecker ist das denn? Fische müssten auch mal wieder ernten. Also ich würde sagen, es läuft. Fische ernten ist auch, ihr wisst, wie ich es meine. Hier ist aber nur noch ein Huhn.
Das zweite Huhn ist weg. Können wir das irgendwie moven? Wir moven das jetzt mal. Wo ist denn das zweite Huhn hin? Nein, nein, das mache ich jetzt nicht. Nein, nein, Shazadi, nein, das tust du jetzt nicht. Wir gucken eher, dass wir ihnen einen neuen Stall bauen. So, da sind jetzt wieder zwei Hühner gekommen. Ich weiß ja jetzt nicht, wollen wir es übertreiben? So. Ja. Trotz allem haben wir jetzt nur vier Hühner. Tja. Egal. Wir lassen die jetzt erstmal so da stehen. Wir haben noch Bretter. Wir nehmen noch mal der Gerät. Was gibt's jetzt? Ein Schweinestall. Schweinchen! Ja, die Schweinchen setzen wir jetzt noch, ne? Ist ein bisschen schwer, sich auszurichten, ne? Oh Gott! Hallo. Ach, es hat hier einen Futterdruck. Die Frage ist nur, ich kann dem nichts zu essen geben. Rohstoff noch nicht verfügbar, aber da wächst der Balken wenigstens so leicht. Die Frage ist halt nur, wie fütter ich es? Weil hier geht überall nur Tor öffnen. Und die Hühner sind jetzt nur noch zu zweit?
Ja, lassen wir es einfach mal so stehen, ob das Schwein da rauskommt. Weil ich finde es eigentlich ganz schön, wenn das Tor offen steht. Aua. Acht Bretter habe ich nicht mehr. Oh. Hier können wir jetzt auch schon wieder ernten. Ey, so langsam artet das in Stress aus, ne? Kann das sein? Aber dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat mit unseren vielen neuen Tierchen, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir haben jetzt langsam eine kleine Farm. Ja, und schaut euch auch gerne die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.